Herzlich willkommen bei Affenhand. Hinter der Kamera ist der Marc, ich bin der Jonas und wir zeigen euch heute unsere Kabelzugerweiterung für ein Low-Poly-System. Den klassischen Kabelzug für überall kennen die meisten schon. Das ist einmal dieses System hier. Es kommt einmal die Umlenkrolle mit dem Kabel, zwei Karabinern dran und einmal eine Griffschlaufe für die Übungen, dass ihr reingreifen könnt, und der Ladepin, wo ihr entweder eine Gewichtsscheibe oder eine Kettlebell festmachen könnt. Mit dem System könnt ihr jetzt schon mal alle Übungen machen am Kabelzug, die ihr von oben machen könnt. Also von oben nach unten, drücken mit dem Trizeps, rudern etc. haben wir alles schon in dem anderen Video vorgestellt. Jetzt gibt es die Erweiterung, dass ihr das Ganze auch noch von unten machen könnt, also ein Low-Pulley-System sozusagen. Das ist die Erweiterung, die seht ihr hier. Es kommt nochmal die Umlenkrolle mit dem Kabel und den Karabinern. Dazu eine längere Schlaufe, zeige ich euch gleich, für was die gut ist. Und weil es beim Low-Pulley-System erst relevant wird, auch noch eine Fußschlaufe, um eben verschiedene Übungen zu machen. Zeige ich euch auch gleich noch. Jetzt zuerst zum Festmachen. Den Kabelzug Nummer 1 macht ihr entweder an einer Pull-Up-Stange, Querbalken beim Rack oder irgendwas anderem fest, zum Beispiel auch mit der Deckenbefestigung, die ihr bei uns holen könnt. Einmal durchfädeln. Und anziehen. Erster Teil. Die zweite Umlenkrolle und jetzt heißt es, entweder direkt an den Pfosten festmachen oder ihr könnt auch ein bisschen kreativ sein. Also ich zeige euch mal, wie es dann ausschaut am Ende. Relativ tief festmachen, nochmal anziehen, dass sich nichts mehr bewegt. Wenn ihr hundertprozentig sicher sein wollt, könnt ihr noch einen Jacob einhängen oder mit etwas anderem nochmal sichern, aber im Normalfall reicht es vollkommen so aus. Dann die beiden Systeme verbinden, also ihr könnt theoretisch auch einen Karabiner weglassen, der ist bloß im Verbund immer mit dabei. Machen wir hier fest. So, dann brauchen wir noch Gewicht. Nehmen den Ladepin, nehmen jetzt einfach die Kettlebell. Zack. Die Schlaufe hier könnt ihr auch nutzen, um es festzumachen, also einmal durchfädeln oder die eigentliche Verwendung ist, wenn ihr einen sehr hohen Balken oder Rack habt, dann könnt ihr das Ganze verlängern, die Schlaufe hier oben, und einfach noch ein paar Zentimeter rausholen, damit das System auch funktioniert. Brauchen wir aber jetzt nicht, sondern legen noch den Griff ein. Dann, wenn das System installiert ist, könnt ihr alle Übungen machen, die ihr auch beim Low-Pulley-System eben Fitnessstudio machen könnt, also rudern, könnt Bizeps-Curls machen. Jetzt, wenn euch die Höhe nicht reicht, könnt ihr auch zum Beispiel auf eine Bank steigen, um einfach den Winkel ein bisschen zu verändern. Also ist eigentlich alles möglich, und jetzt kommt es eben mit der Beinschlaufe, zeige ich euch gleich noch, wie ihr eben auch verschiedene Beinübungen noch machen könnt. Also auch einfach Schlaufe festmachen. Ihr habt hier einen Klettverschluss, damit ihr es an eure Schuhgröße theoretisch anpassen könnt oder auch leichter reinsteigen könnt. Also reinsteigen und einmal zuklettern. Eine fiese Übung gleich mal vorab für den hinteren Oberschenkel. Ihr geht richtig auf Spannung, oder ihr geht nicht richtig auf Spannung, weil ihr einen guten Zug schon habt in der Startposition, und dann das Bein beugen. Das sind 12 Kilo, ehrlich gesagt, schon verdammt schwer. Da könnt ihr die Beinrückseite trainieren. Oder Beinvorderseite, Beinstreckerübung. Einfach, da reicht auch ein Stuhl, aber auf jeden Fall was, wo ihr nicht einfach wegkippen könnt. Also festmachen, müsst ihr ein bisschen ausprobieren, wie es für euch am angenehmsten ist. Dann schön festmachen und Bein
Strecker trainieren. Kann man einen soliden Pump erzeugen? Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt keinen Rack habt, aber zum Beispiel schon das erste System mit der Deckenbefestigung, könnt ihr auch schauen, dass ihr einfach auch irgendwas Schweres nehmt und das System unten befestigt. Also wenn ihr eine Langhantel habt, kann es auch eine Option sein, dass ihr die Langhantel schwer beladet, dass sie wirklich sich nicht mehr bewegen kann und dann daran das untere System festmacht. Also da könnt ihr echt kreativ sein. Braucht im Endeffekt oben an der Decke oder einen Querbalken einen Punkt zum Festmachen und dann nochmal am Boden was sich nicht bewegt, und dann könnt ihr loslegen. Das war unsere Low-Pulley-Erweiterung für den Kabelzug. Wenn ihr Fragen habt dazu, einfach unter das Video schreiben, eine E-Mail an bananen@aufmachen.de oder uns auf Instagram schreiben, völlig egal, wir antworten euch. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen und abonnieren wäre natürlich sehr schön. Und ansonsten bleibt clean.